Gab es Ärger? Nö. Ich habe ihm nur was gemeldet, dass sie den Heizungsleuten Bescheid sagen sollen. Ich habe es zwar gelernt, aber ich darf nicht an die Heizung ran. Weil sonst die Garantie verfällt, die ist neu. Therme. Oh, diese Musik. Diese Atmosphäre. Doch, doch, Sommerflex, ich bin da noch. Hey, Helena! Mate! Wir sind hier, Sunny. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen. Over und out. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Gut festhalten. Oh shit, oh shit. Oh no! Verdammt! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall. Ich kann nicht, die Strömung ist zu stark. Mach dich bereit. Nate? Oh. Nate, da, wir können die Felsen hochklettern. Okay. Oh Gott, komm, komm, komm. Hoch mit dir! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Spring! Wow! Viel zum Wagen. Okay. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Ja. Hier lang. So, dann machen wir mal weiter hier. Dann schauen wir mal hin, wo wir mit unseren Süßen hier hingehen. Tim, hallo. Kommen wir da hoch? Na, sichi. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. Yep. Ja, sind wir. Das wäre übel gewesen. Kommen wir hier? Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh. Okay. Oh mein Gott, wir müssen. Uiuiui, das war. Das war knapp. Und rüber da. Frage ist nur. Wie ihr. Ah, müssen wir da hinten rüber? Oh, da ist ein Loch, ja. Da hinten rüber.
Wir müssen da hinten rüber. Jetzt kommst du doch zu mir. Avery hat sich eine ihr habt recht. Ja, ihr habt recht, ihr habt recht. Ihr habt recht. Es muss noch nach oben. So passt das. Ja, so passt das. So. Wo führt sie uns jetzt irgendwo hin oder müssen wir von alleine? Wir könnten von da aus da rüberspringen. Oh! Das war nicht gut. Nein. Müssen da rüber. Über! Oh, oh, oh! Alter. Immer so knapp hier. So, das Loch meinte sie bestimmt, dass wir hier durchgehen. Oh, da ist ein ja, das sieht gut aus. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Oh, ganz allein hier? Was denn hier? Hier wieder eine Notiz. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Ah. Okay, da kommen wir wohl doch nicht rüber. Müssen wir uns ein andere. Ah! Da ist der Weg. Hier müssen wir jetzt rüberkommen. Wir nicht wissen, was der nach so einer Expedition für Muckis hat. Wenn der immer so viel klettern muss. Also ich glaube, ich könnte das nicht den ganzen Tag. Ah. Sehr schön. Oh. Wow. Das sieht auf jeden Fall nach einem ganz schönen Grab aus hier. Leider nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab. Nicht so lecker. Oh. Was steht da? Traitor. Verräter. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Moin Fabi. Moin MXD. Hier ist noch einer. Ja, Mann, The King. Ich kann Uncharted 4 auf jeden Fall empfehlen. Definitiv. Ja gut, war ich doch schon richtig. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Ja, nö, nicht böse gemeint. Der versteht das schon. Der hängt eh nur noch den ganzen Tag da rum. Auf Facebook habe ich das geschickt. Solltest du eigentlich bekommen haben. Marcel, hallo. Hallo. Ich bin gespannt, wo wir hier gleich hinkommen. Zack. Oh. Oh mein Gott. Kapitel 18, New Devon. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch, selbst für Piraten. Ich habe den Sound eigentlich laut genug. Ich habe mal ein bisschen lauter gemacht. Ah, ist das nicht die Brücke? Nee, das ist nicht die Brücke, wo wir letztes Mal rübergefahren sind. Das ist eine andere. Aber ich bin gespannt, was wir hier finden werden.
Da hinten haben wir... Sigma Facteri... irgendwas. Gut, dass ich kein Latein kann. Die Kanne. Hm? Wir müssen noch bestimmt... Ja, habe ich mir doch fast gedacht. Das Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Oh nee! Oben drüber. Was liest du denn da? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Tolles Paradies. Vielleicht war es mal ein Paradies. Aber jetzt im Moment sieht das nicht mehr so danach aus. Und hopp! Ich brauche nur kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Tut mir leid für die Störung. Ja, ich glaube, das wird den nicht mehr so viel interessieren, die Störung. Verzeihung. Ja, hoch mit dir. Und ab. Komme ich da hoch? Ah, okay. Dann sind wir doch schon fast rum. Oh. Komm hoch. Alles klar. Ich bin Kapitel 18. Ja, schicke ich nachher, Freaky. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Wahrscheinlich. Okay, also... Arbeit ohne Ende. Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Müssen wir aber schnell hin da. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Aber wie kommen wir da so schnell hin? Das war gut. Gibi! Oh. Ja, komm rein ins kühle Nass. Okay. Ja. Bisschen schwimmen. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir da am besten hinkommen. Oh! Das ist natürlich auch sehr cool. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Ah. Okay, hier kommen wir weiter. Nice. Nice. Aquila, moin. Scheiße, schau. Elena, runter. Ich sehe sie.
müssen darüber. Jetzt dreht er sich zu uns um. Oh. Da haben wir aber Glück gehabt jetzt. Schnell weg. Tauchen. Na, hier unter kann sie uns nicht sehen. Essen, Starcrusher. Kannst du auch mal ein bisschen höflicher sein und mich nicht direkt als Noob hier beleidigen? Und zweitens, wenn ich das mit dir spiele, ist doch meine Sache, oder? Wäre nicht hier irgendein Weltrekord oder sonst irgendwas ausstellen. Hier geht's um die Geschichte. Komm raus! Los! Also sei mal bitte ein bisschen freundlicher. Oder er gesagt hat, ein bisschen Anstand. Na komm. Na komm. Ja, komm näher ran. Wo ist der Scharfschütze? Komm. Wir müssen hier. Alter, hat der einen Raketenwerfer? Einen Granatwerfer? Auf mich.
Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Kann man mal mitnehmen. Kann man mitnehmen. Wir müssen darüber. Oh! Ach, shit. Bin ich runtergesprungen. Ich glaube, wir müssen. Ja, doch, wir müssen darüber. Okay. Und rüber. So. Können auch theoretisch. Oder ich nehme die Sniper wieder mit. Ja, ich nehme die Sniper mit. Danke. Mal extra Munition. Gibt's keine. Gibt es keine. Ich weiß nicht, wann ich wieder Call of Duty spiele. Da ich ja den neuen Trailer schon gesehen habe. Und nicht so davon begeistert bin, wird das bei mir wahrscheinlich auf Battlefield 1 hinauslaufen. Ich nehme auch immer die Sniper. Ja, die ist nice, ne, Enrico? Ich finde die richtig gut. Ja, sehen wir nach. Oh, müssen wir tauchen? Ich glaube, wir müssen tauchen. Nach dem Anblick des Trailers vergeht einem auch richtig die Laune an den jetzigen Teilen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch wie die das ist halt auch so ein Grund bei mir, wie die Community momentan drauf ist. Ich weiß, es ist nicht jeder so, aber sehr viele. Und so wie die drauf sind, aus dem Alter bin ich raus. Ich will vernünftige Leute haben, nicht die Leute, die Community, die sich gegenseitig beleidigt oder sonst irgendwas. Möchte ich nicht. Deswegen spiele ich momentan kein Call of Duty mehr. Weil so wie die Community jetzt ist, auch wenn sie kleiner ist, das stört mich nicht. So finde ich sie super. So, da kann man auch richtig stolz drauf sein. Zeichnet Adam Aldridge. Sie waren beide. Badkiller, hallo. Hier können wir treffen. Wo? Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Irgendwo wieder. Jens King, hallo. Erfrischt. Okay. Warum ist da? Ah, okay, okay. Verstehe. Ich verstehe. Und doch. Hey, na bitte. Der passive Spritzer, hallo. Darf wir? Vorsicht da unten. Ist sie nicht zu fassen? Ich muss raus und dann. Genau. Komm zu Papa. Perfekt. Olli, hallo. So, reicht das. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Auto-Aim. Ja, ich kann's mal ausmachen.
Wenn ich wüsste, wo. Wo kann ich Auto-Aim ausmachen? Kann ich hier, oder? Ich kann euch das trotzdem gerne einmal zeigen. Keine Ahnung, wo das geht. Nein, ich wollte nur ein Wahrscheinlich müsste ich dann komplett aus Spiel raus und das, das mache ich jetzt aber nicht. Steuerung. Ach da, Zielhilfe. Oh, ist Zielhilfe hoch. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Warte. Wow. Hallo? Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Blendend. Ja. Wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Ich könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ah, da vorne, okay. Los, versuchen wir durchs Haus. Gut, mein. Vor allen Dingen, die Frisur sitzt noch perfekt. Ja, das ist das gute Taff. Kennt ihr den Werbespot nicht? Egal bei was für Wind und Wetter, die Frisur sitzt. Sie ja gehabt. Glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Ganz genau. Kennt das von euch jeder mit Taff oder oh. Oder gibt es auch welche von euch, die die Werbung gar nicht kennen? Ja, und nu? Runter? Wahrscheinlich. Ja. Was ist Taff? Kennt ihr Taff nicht? Haarspray? Ja. Okay, dann muss ich euch den Werbespot mal zeigen. Ist das wohl wieder schwimmen? Ja! Aber nicht lange. Oh, oh. Die Strömung ist stark. Okay. Da drüben könnte ein Ausgang sein. Benutze ich sogar. Ja, der Werbeslogan ist doch von Taff so. Egal was für ein Wetter so die Frisur hält. Okay, da hinten. Okay. Wir könnten auch. Können wir die Kiste nehmen? Nee. Wir brauchen eine Kiste. Ich glaube, so werden wir da definitiv nicht hochkommen. Nein. Ist zu stark. Entweder ich sterbe jetzt. Oh, komm!
Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Ja, gut, okay. Warte, runter. Toll, danke. Okay, mach das. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Schon okay. Ich nehme es mal als Kompliment. Solltest du auch. Haft? Oder Taft kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so Ewigkeiten her. Oh nein! Nice. Das Wasser geschluckt. Daneben. Hey, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Okay. Wieder moin. Ganz